Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. In der letzten Folge haben wir Buse gesucht, quasi. Haben so einen ersten Kreischer, Kreischer hießen sie, ja. Gesehen und erlegt. Und jetzt gehen wir zu Ricky. Hey Ricky, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was gibt's dir? Es geht um Busas Arm. Dieser Haken, den du gemacht hast, und der ist toll. Aber glaubst du nicht, es wäre besser, wenn er statt eines Hakens, keine Ahnung, vielleicht so eine Art Messer oder Klinge hätte, weißt du? Oh, warte. Hilf mir mal, danke. Also. Tut mir leid, also. Also, du willst wirklich. Wirklich eine Klingenprothese für Busa? Naja, ich dachte, das heitert ihn auf, wenn er sich fühlt, als könnte er... Ich soll eine Kampfmaschine erschaffen? So würde ich das jetzt nicht nennen. Ich verarsch dich nur, Deke. Das ist eine tolle Idee. Ich checke mal die Vorräte und sage dir dann, was ich brauche. Okay? Okay. Okay. Ich frage mich, was er ja sagen wollte. Okay, sie hat einen Job verfügbar. Mal schauen, was es ist. Deke, Gott sei Dank. Ricky, was ist los? Kennst du einen gewissen Joshua Harper? Harp, ja, den kenne ich. Ich habe dem Mistkerl nie vertraut. Er trug immer ein schwarzes Stirnband, als wäre er ein verdammter Hipster oder so. Tja, dein Instinkt hat dich nicht getäuscht. Er hat Dan Lane erschossen, beim Kartenspielen. Und floh. Oh Mann, wo ist er jetzt? Eine Patrouille sei nach Süden fahren. Sie hatten zu viel Angst, ihn aufzuhalten. Er hat sich bestimmt Driftern angeschlossen. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Okay, ich regle das. Du siehst seine letzte Position auf der Karte. Danke, Dick. Yay, eine Kopfgeldjagd. Dann kaufe ich mir zuerst Munition. Und zwar definitiv. Nicht, dass ich dann wieder keine Schüsse mehr habe. Wie bei den letzten beiden Malen. Was ist das? Gewehrt. Okay, das werde ich mir irgendwann kaufen. Weißt du, was da los ist? Ich meine, ich habe gehört, dass Gizzo das Camp übernehmen will und solchen Quatsch. Hör zu, glaub nicht alles, was erzählt wird, okay? Schon mal was von alternativen Fakten gehört? Nimm das nicht ernst, okay? Das macht einen nur irre. Ja, Gizzo will das Camp übernehmen. Also ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt gehört, was sie erzählt hat. Okay. Hey, warte kurz. Munition voll. Okay. Ich frage mich, ob ich dann absteigen muss, wahrscheinlich muss ich absteigen. Ja, wir nehmen den richtigen Ausgang und fahren nicht durch das ganze Camp durch. Ja, sieht gut aus. Finde ich cool. Buse mit einem Messer als Arm vielleicht. Könnte mir gefallen. Könnte interessant werden. Ich werde dich gleich kreischen lassen. Ah, okay. Da war irgendwo ein Kreischer, ne? Als ob mich das interessiert hätte. Ich habe Besseres zu tun. Tut mir leid. Hi, Freako. Das werden auch immer mehr und immer mehr. Soll mir recht sein, ich fahre einfach an ihnen vorbei. Solange es nicht so viele sind, dass ich nicht mehr durchkomme, ist es mir ziemlich egal. Go, go. Oh, ich fahre noch ziemlich weit. Noch knapp 400 Meter. War auch ein bisschen komisch, dass ich da eine Mission von... Also, dass ich bei Ricky war. Und ich wusste, ich muss zu Ricky, weil Ricky eine Mission hatte für mich. Und dann kommt eine Cutscene, wo sie dann sagt, ja, sie geht mal die Vorräte checken und gibt mir dann noch eine Mission trotzdem mit. Finde ich ein bisschen speziell, aber... Ricky, Harp und seine Männer scheinen bei Camp Creek zu sein. Sicher, dass du das schaffst? Was glaubst du denn? Tschüss. Ich frag ja nur. Lost Lake Ende. Oh, ich muss ihn vielleicht nicht mal verfolgen. Komm.
hier etwas für dich. Vielleicht muss ich nicht mal was erledigen. Ricky gab mir eine Einkaufsliste. Scheint für Boozer zu sein. Ich soll dich anfunken. Okay, wo ist Ricky? Ist mit Eddie unterwegs. Mehr weiß ich nicht. Jedenfalls braucht die so ein verzinktes Metallrohr. So ein Ding vom Bauer. Außerdem eine Carbonklinge, eine Art Jagdmesser und noch ein Stück Restmetall. Verstehst du das? Ja, verstehe ich. Ja, Mike, wie du gesagt hast, ich frag da nicht. Dicken Ende. Okay, was brauche ich? Eine Klinge, ein Metallrohr und Schrott. Ach, verdammt, Ricky. Ein Metallrohr. Ein Metallrohr, aber nicht irgendein Metallrohr, ha? Huh? Ich muss eins von der Baustelle finden. Hä? Warte, Sekunde da. Oh, er brennt schon. Ein Haus, das umgebaut wurde in Marion Fox. Vielleicht finde ich da was. Der Typ lebt noch? Nur zu, Leute. Ihr wollt meine Arbeit machen? Lasst euch nicht aufhalten. Dick, hast du ihn gefunden? Irgendwie. Ich höre Schüsse. Nein, ja, da war ein Schwarm, der hat ihn vor mir erwischt. Oh Mann. Na ja, bringt mir sein Stirnband. Wenn's Leute wollen, beweise, dass er tot ist. Ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen schmutzig. Gut, klar. Kein Problem. Soll ich die Hordin einfach umlegen lassen? Könnte funktionieren. Ey, ja, schieß ruhig weiter. Den da werde ich vielleicht wegholen müssen. Oh wow, der erlegt die alle. Gut, ich muss gar nichts tun. Moment mal. Lass mich auch mitspielen. Wow, ja, okay. Das war eine gute Kopfgeldjagd. Würde ich mal so behaupten. Oh, Moment. Wissen die, dass ich hier bin? Jetzt wissen sie es. Ich würde sagen, das gibt guten Loot. Oh, das war's schon. Cool. Kann ich alles mitnehmen? Perfekt. Ganz viele Schwärmer und zum Mitnehmen. Was ist das? Eine Dose. Super. Nein. Nein. Behalte deine Waffe bitte. Die Musik macht mich immer noch ein bisschen nervös. Nein, ich will nicht die... Danke. Das Stirnband komme ich gleich holen. Medikit gekriegt. Kann ich auch... Okay, Medikits kann ich gar nicht herstellen. Hm. Das war ja mal angenehm. Aber wie schon gesagt, ich musste gar nichts groß tun. Die Freaker haben für mich gearbeitet, jetzt sagen wir es mal so. Dachte schon, der würde abhauen und ich müsste ihn dann wieder verfolgen und auf das Bike schießen. Aber so ist das. Ganz angenehm. Yay. Okay, liefere das Stirnband als Todesnachweis ab. Cool. Wieder zurück. Danach werde ich wahrscheinlich die Bestandteile suchen müssen für Boozers neuen Arm. Kann man das so sagen? Jetzt zurück zu Ricky. Ich will meine Punkte. Ja, definitiv. Hallo. Den nehmen wir mit. Komm, warum nicht? Machen wir mal ein bisschen Radau. Okay, der kommt ziemlich nah. Wieso haltet ihr denn so viel aus? Hey! Nicht anfassen! Das mag ich nicht.
sagte, nein! Nein! Böse Junge. Okay. Der ist... Moment, den Kreischer da darf ich nicht schreien lassen. Jetzt habe ich ein Problem. Bosa, bist du da? Bist du? Muss wohl schlafen. Den Kreischer. Dick, bist du das? Der war einfach zu erledigen. Ich wollte dich nicht aufwecken. Bruder, hatte ich nicht erwartet. Beim ganzen Tag an der Schaufel schlafe ich ein, sobald ich mich hinsetze. Was willst du? Wollte nur mal nach dir sehen, Bruder, und ja, naja, sicher gehen, dass du nicht wieder nachts mit einer Horde einen drauf machst. Hey, mach dir keine Sorgen. Hört sich an, als wärst du derjenige, der aus Spaß herumfährt. Ja. Hey, ich muss jetzt pennen. Wir reden später. Ende. Das sind ziemlich viele Kreuze. Mal schauen, was hier abgeht. Hallo. Nicht ins Bike laufen. Was ist das hier? Was geht hier ab? Okay. Mir soll es recht sein. Gratis Loot. Ist da noch jemand draußen? Definitiv, aber was? Es hört sich schwer nach einem Wolf an. Ein Jäger. Reagiert der auf einen Stein? Da ist er. Oh! Süßes Hündchen, dich habe ich gar nicht gesehen hinter mir. Oh, okay, du kannst auch in ihn reinholen. Zweimal. Sehr schön. Vielen Dank. Wünsche noch einen schönen Abend. Und tschüss. Da bin ich weg. Schon wieder? Werde ich nie verstehen. Und irgendwann wird mich das noch killen. Wieso liegt mein Bike auf dem Boden? Okay. Wahrscheinlich hätten die mich angegriffen. Später auf dem Bike. Tja. Kann man nichts tun, kam ich ihnen wohl zuvor, ne? Heise, ihr seid doch ganz freundlich. Was soll denn das? Doch zahme kleine Freako. Zumindest kommen sie mir manchmal so vor. Ein Bär, Vorsicht! Ein Bär, Vorsicht. Wo ein Bär? Erlegen wir noch den Bären. Wo ist der Bär? Hallo? Bär? Okay, fahren wir weiter. Dann erlege ich den Bär halt nicht. Oh, oh, jetzt ruckelt's. Ey, warum ruckelt's jetzt so? Ich hoffe, man sieht es auf der Aufnahme auf. Ja. Ernsthaft? Na, ernsthaft? Dann halt so. Es ruckelt extrem. Kann das aufhören? Das nervt ein bisschen. Und es schneit wieder. Wunderschön. Ich fahre jetzt einfach meinen eigenen Weg hier durch. Hui. Einmal querfeldein. Komplett durchs Camp. Ab zu Ricky. Die ist auch Tag und Nacht hier. Wenn sie Freude daran hat. Kann ich. Hey Ricky, hier ist Harps Stirnband. Ekelhaft. Ja, das kannst du laut sagen. Danke, Dick. Ich sage es Dans Leuten. Ich habe ihn nicht zerrissen. Wegen Buses Arm. Wow. Das ist ja weit, 2,4 Kilometer. Nein, Fertigkeitspunkt. Ich hatte sogar noch einen. Hm. Hab ich voll vergessen. Was ist das?
Verleiht Nahkampfwaffen die Chancen auf kritische Eliminierung bei Menschenschwärmern und Krabbenschwärmern? Reduziert den Ausdauerverbrauch beim Rollen erheblich. Rock'n'Roll, die Fähigkeit, schwächere Gegner durch Treffen mit einem Stein zu betäuben. Für den Schaden, den du mit hergestellten und gefundenen Nahkampfwaffen verursachst. Rock'n'Roll hört sich super an. Ich will das mal probieren, aber... Fernkampf? Da habe ich noch nicht so viel bis jetzt. Massenkontrolle. Okay, das finde ich... Ach gut. Trophäe erhalten. Ja, das weiß ich. Nein, brauche ich noch nicht. Reduziert den Rückschuss Fernkampfwaffen erheblich? Nein, brauche ich auch nicht unbedingt. Erhöht den verursachten Schaden durch Arm. Nein. Überleben vielleicht noch was? Das finde ich gut. Der Schlachter. Erhöht die Menge an Fleisch, die du von Tieren gewinnst. Das finde ich noch gut. Okay, ich kann mir jetzt wahrscheinlich neue Dinge kaufen hier. Ah, hier unten ist das. Ich glaube, ich habe noch gar nichts groß hier verkauft in der Küche. Verkauft? Kann man das verkaufen dann? Abliefern. Klar, ich stehe an der falschen Seite. Hier ist gar niemand. Hallo? Verstehe ich nicht. Ja, lassen wir mal alles hier. Ich weiß gar nicht, wo ich... Ist auch schade, dass es nicht angezeigt wird. Ich würde sagen, verkaufen wir noch ein paar Dinge. Oder kaufen noch etwas. Gebe ein paar Ohren ab. Kreischohren vielleicht, Jägerohren. Dann kaufe ich mir vielleicht eine Waffe. Oh, wow. Der weltbeste Beutehändler. Ich habe aber viele Krabbelohren. Redet er? Ich höre ihn nicht. Oh, ich hätte gleich alle aufs Mal verkaufen können. Ein Bleacherohr. Komm. Gönn dir alles. Ja, verkaufen wir alles. Jetzt habe ich hohes Vertrauen zumindest gekriegt. Schauen wir mal beim Händler, was er so für mich hat. Hey Blair, wie läuft der Waffenhandel? Ein Schaden und nur ein... Na gut. Ich würde die gerne ausprobieren. Für welche Waffe wäre das? Präzision ist ziemlich schlecht. Ich kaufe die mal. Keine Rückerstattung. Dass du es weißt. Ja, super, danke. Bruce's Flinte habe ich noch hier drin, die habe ich nie wirklich benutzt. Wie lade ich hier was ab? Kann ich gar nicht. Okay. Moment mal, habe ich jetzt die andere Waffe nicht mehr? Tatsächlich. Hey, komm mal öfter vorbei. Aber ich hatte die Waffe doch, warum kann ich die dann nicht behalten, speichern? Okay. Könnte interessant werden. Werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge ausprobieren. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Days Gone. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Denn vergesst nicht. Support ist kein Mord.